Hallo und herzlich willkommen beim 19. Teil dieser tollen Videoreihe, die ihr alle so gerne guckt. Und deswegen gebt ihr jetzt auch am besten schon eine gute Bewertung, egal wie scheiße das Video wird. Ich warte. Habt ihr? Gut. Dann können wir jetzt weitermachen. Ich habe natürlich mal wieder viel zu laut gedreht. Das ist überhaupt nicht gut. Vor allem nicht für das Spiel hier. Ich wollte auch mal eigentlich wieder ein Last of Us Multiplayer Video machen, aber da bin ich jetzt irgendwie neulich nicht zugekommen. Denn ich befürchte, das Spiel wird nicht mehr lang... Was heißt ich befürchte? Ich denke, das Spiel wird nicht mehr lange dauern. Was haben wir hier? Achso, das hatten wir schon gelesen. Ich wollte jetzt nur nochmal sicher gehen, dass ich hier nicht irgendwas übersehen habe. Achso, der Helikopter. So, wir haben einiges dabei. Ich renne einfach mal los. Was habe ich hier? Die wichtigsten Waffen habe ich. Zack. Ach ja, die Bomben. So. Schiffssumpflabor. So, 5 Münzen habe ich. Das reicht natürlich nicht aus. Und ich würde sagen, auf! Ich bin auf jeden Fall guter Dinger, dass wir das schaffen werden. Die werden bestimmt keine Monster sein, die uns angreifen wollen. Ach ja, stimmt. Nee, die haben wir die habe ich beseitigt letztes Mal. Guck mal. Also werden die auch sicherlich keine sein. Ich denke nur, dass wir jetzt gegen das kleine Mädchen kämpfen dürfen. Ich habe ihren Namen leider vergessen. Der scheint nicht ganz so wichtig gewesen zu sein. Hier unten ist nichts mehr. Aber das macht nichts. Ich bin gerüstet für jeden Kampf, deswegen. Kennt ihr das, wenn ihr In-Ears tragt und dann drückt ihr einen davon nach, weil er rausrutscht und dann hört ihr darauf auf einmal viel besser, weil der... Oh, nein. Also eine Sicherheitsschaltung hat der Aufzug nicht. Ich bin bereit. So, ich mache ein paar Zielübungen. Ich ziele jetzt auf den Knopf. Ja. Das muss reichen. Wieder schön. Das schneide ich raus. Das ist echt ein geiles Bergwerk, muss ich sagen. Ach nee. Guck mal. So schlecht bin ich gar nicht dafür, dass ich jetzt wieder eine Woche nicht gespielt habe oder so. Ah nee, ich habe ja kein Messer. Scheiße. Gut, dass ich die Bombe nicht gelegt. Ich weiß gar nicht, ob ich die Bombe wieder aufheben kann. Das wäre gut zu wissen. Brennerkraftstoff. Oh. Ups. Na, mal gucken, ob die das auslösen. Lösen die das aus? Ja. Wunderbar. Guck mal, perfekt. Das nennt man eine Falle. Ja, ich weiß, ich kann nicht... Was? Ja, ich weiß, ich bin schlecht. Ich muss erstmal wieder reinkommen, weißt du? Und der hier... Ja, der kann auch ruhig tot bleiben jetzt. Scheiße. Habe ich einen Brenner dabei? Ah ja. Guck mal. Immerhin. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gleich irgendwas finden, mit dem wir... Dass wir mit dem Brenner bestens besiegen können, weil sonst macht... Oh. Sonst macht das ja gar keinen Sinn. Ich sollte es theoretisch nochmal machen, aber... So eine Lusche bin ich jetzt auch nicht. Nicht wahr? Nicht oder? Guck mal, was kann ich denn hier herstellen? Kombinieren, habe ich noch was? Ah, starke Chemikalie, klar. Ich habe nur noch starke Arznei. Das ist ein bisschen, ja. So stark verletzt bin ich dann jetzt, glaube ich, auch wieder nicht.
oder? Oh. Gut. Gut, gut. Warum sind die eigentlich... Ach so, die sind hier unten rausgekommen. Ich habe mich gefragt, warum die nicht durch diese Bomben hingelaufen sind. Aber gut, was sollen die Monster auch da hinten in der Ecke machen, wo nichts ist, ne? So. Scheiß drauf, wir leben trotzdem. Starke Medizin. So, jetzt geht's wahrscheinlich nicht mehr hoch. Ne. Geil. Geil, ich freue mich total auf das, was jetzt kommt. Ja. Wenn es 1000 Wege gibt. Und du Munition für Waffen kriegst, die du dir nicht gekauft hast, weil du kein Geld hattest. Oder Münzen. Aber diese ganzen Bomben, die konnte ich bisher noch nicht... Ich habe 17 Bomben jetzt. Da muss doch gleich irgendwie was kommen, was ich nur mit Bomben besiegen kann, weil sonst... Ach. Was? Ach. Ach, weißt du was? Leckt mich doch alle. Leckt mich doch alle am Arsch. Nein, 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 nein. Oh, was? Boah, ich wurde zuerst mal von so einem Krabbler besiegt. Okay. Das war jetzt Einführung in die in diese Spielsession. Das habt ihr jetzt alles auszublenden, nicht ernst zu nehmen. Natürlich wollte ich sterben. Zuallererst mal, das muss man klar machen. Zum Zweiten wollte ich Munition verschwenden, weil ich muss ja wieder ein bisschen in die Benutzung der Waffen auch mich eingewöhnen. Und zum Dritten. Donald Trump ist zu Recht US-Präsident. Das Dritte vergesst ihr. Kurz gucken. Ich habe jetzt einen OnePlus 3T, ne? Bisschen angeben. Und dann habe ich hier noch ein Xperia Z3. Und dann habe ich doch noch einen Nexus 4 und so ein iPhone habe ich da auch noch rumliegen. Gut, man muss ja auch ein bisschen angeben. Also ich finde, wenn man es hat, ne? So. Komm, ach so, ich würde auch theoretisch wieder hochkommen. Ja. Alles gut, ich werde jetzt erstmal... So, ihn hier mache ich jetzt erstmal fertig. So, das hat's ja gebracht. Ne? Okay, da ist jetzt dasselbe drin wie vorhin. Na, 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 na. Kommt nur. Ihr Scharlatane. Ah, guck mal, er ist sofort verschwunden. Du willst mir doch wohl nichts antun. Oh. Guck mal, deutlich weniger Munition verschwendet als vorhin. Das ist schon mal gut. Die Bombe hat er offenbar auch mitgenommen. Ach, warte, da. Der eine ist durch die andere auch noch gelaufen hier. Das ist gut. Das ist gut, das gefällt mir. So, wie viel Muni habe ich jetzt noch für alles? Da habe ich eh genug von, aber jetzt überlege ich, ob ich... Ich habe noch verstärkte Pistolenmuni und von dem anderen Zeug habe ich eigentlich... Also, ich glaube, ich habe genug für alles. Sagen wir mal so. Weil ich meine, ich könnte die Flinte jetzt holen, aber ich weiß nicht mehr aus dem Kopf, wie viel Muni ich dafür habe. Und dafür hoch wieder zu laufen. Hoch wieder zu laufen? Bei dem Lauf, bei der Laufgeschwindigkeit von den Typen. Das möchte ich nicht. So. Na? Das macht so keinen Sinn, dass der daherkommt. Nein, 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 nein. Braves Monster. Oh, fuck, 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 fuck. Damit habe ich gerechnet.
Boah. Das hat mich nicht so sehr erschreckt, wie es jetzt geklungen hat, aber das war. Woher soll ich denn wissen, dass da ein Dritter auftaucht? Wenn man erstmal durchrennt und es nicht mitzählt. Das Schlimmste sind die Ladezeiten. Ich würde überhaupt nichts. Ich fänd überhaupt nichts Schlimmes daran, wenn man immer sterben würde in dem Spiel, aber die Ladezeiten. Da habe ich aber ein bisschen Zeit, mein Spiegelbild zu gucken. Meine Haare anzufassen. Und zu hoffen, dass dieses Video niemals jemand sehen wird. Was nicht passieren wird. So. Nächster Versuch. Ah ja, ihn gab es ja auch noch. Ihn hatte ich immer relativ schnell besiegt. Das ist schon mal gut. So. Das Schlimmste wäre, wenn ich jetzt aus Eile durch irgendeine Bombe laufe, von der ich schon weiß, dass sie existiert. So. Diesmal habe ich wieder ein bisschen mehr Munition verschwendet. Ich glaube, das ist immer relativ random, ob die da jetzt durch die andere Bombe auch noch laufen oder nicht. Das ist natürlich schlecht für mich, aber gut für euch, weil, wenn ihr mal bedenkt, na, ist eigentlich doch nicht so gut für euch. Weil je öfter man sich so einen Scheiß angucken muss, desto langweiliger wird es natürlich, ne? Das weiß man ja Bescheid. So, aber ich kann natürlich auch vorausarbeiten. Indem ich einfach Bomben lege. Ups. Ui. Na? Da hinten war noch irgendwo einer. Ich hatte noch einen gehört, auf jeden Fall. Und vorhin stand auch noch einer hinter mir, also... Echt aufdringlich. Will unbedingt mein Freund sein, ne? Ja? Na. Ja. Nein. Nein! Kann man sich nicht damit beschäftigen, dass man brennt, statt nochmal zuzuschlagen? Die haben andere Probleme zu bewältigen gehabt. So, meine Damen und Herren, ich bedanke mich, dass Sie über diesem Video 16 Minuten lang schon zugeschaut haben und da gesagt, null Fortschritt und das sieht aus wie eine 6, wenn man das Video andersrum drehen würde, erlebt haben. Natürlich bedanke ich mich auch bei meinen Supportern, die trotzdem jedes Video liken, so wie ich es am Anfang des Videos gesagt habe. Natürlich wusste ich, dass ich nichts schaffen würde. Vielleicht wird das ja auch heute nur 20 Minuten lang, einfach nur damit ihr nichts seht vom Spiel. Obwohl, wir sind runtergefahren. Eigentlich sieht man schon mehr als letzte Folge. Na, wirst du wohl. Also, mit dem lief ja gar nichts, ne? Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, ne? Weil Konzentration ist das Allerwichtigste bei der Arbeit. Wenn du nicht konzentriert bist, dann geht nichts. So, zack. Das Gute ist, so langsam wird das zur Routine. Routine ist zwar grundsätzlich eigentlich was Schlechtes, möchte ich fast behaupten. Andererseits... Dauert dann die Scheiße nicht mehr so lange, ne? So, ja.
Ich warte. Kann man hier durchschießen? Ja. Mir fällt gerade zum ersten Mal auf, dass sie sich ja verteidigen. Dass sie ihre Hand vors Gesicht halten. Mensch, sind die klug, die Viecher. Ja? Das ist ein Lob. Ja, das ist ein Lob. Eindeutig. So, jetzt gehen wir mal durch den Gang hier. Und dann suchen wir unsere Feinde da unten in der Höhle. Das ist kein bewusster Ossi-Akzent oder so. Das kann ich nicht so gut. Ich mische immer alles, was ich so kenne. Ne? Deswegen geht das auch dann ruhig rüber mal in so ein, weiß nicht, in so ein rindkerniges Mach's mal Magnifte fertig. Schätzelein. Oh, fuck. So, hab ich die? Oh, ich hab sie beide. Nicht schlecht. Pops an mich. Heißt es eigentlich Pops mit P oder B? Das weiß ich gar nicht. Ich kenne nicht mal das vollständige Wort. Komm, ich komm nur her. Ich mache euch alle fertig. Alle. Nachdem ich 200 Mal daneben geschossen habe, natürlich. Damit es spannender wird. Boah, sind die hässlich. Obwohl, so schlimm ist es auch wieder nicht. Also, ich finde jetzt zum Beispiel die... Ich fand auch die... In Alien fand ich die Facehugger auch schlimmer als die Aliens selber. Wenn man sich einmal an die Aliens gewöhnt hat, an deren Aussehen, dass dann Mund aus dem Mund kommt und so. Nur die Facehugger, die sind immer eklig. Nämlich wegen dem, was sie machen. Die ins Gesicht springen. Ja. Warum kann man... Und warum kann man rechts nicht vorbeilaufen? Weil wir sind so fett geworden hier. Die ganze Zeit nur am Rennen in dem Spiel hier und dann... So. Ach so. Ha. Ich wollte schon sagen, geht nicht weiter, Spiel vorbei. Zum Glück hat das kaum Lärm gemacht. Uns dürfte eigentlich nichts passieren. So, da schauen wir doch erstmal hier. Da war natürlich nichts. Und dann schauen wir doch mal hier. Oh, hier ist schon mehr. Da ist eine Bombe. Die sehe ich direkt. Hinter Steinen sind auch meistens irgendwelche Gimmicks. In diesem Fall nicht. So, was haben wir da oben? Oh, ich glaube, das klappt nicht. Ist nicht aufgefallen, ne? Nee. Ah, sehr gut. Okay. Die gibt's ja auch noch. Das ist kein Safe Room. Kein Safe Room. Es kam nicht die entspannende, gute Musik, die ich immer so mag, wenn ich sicher sein will. Ah. Da war ja was drin. Wundervoll. Maschinengewehr. Guck mal, Wahnsinn. Das kann man gut gebrauchen. Zack. Eigentlich sollte man sich mit so viel Waffen sicher fühlen, vor allem wenn man denkt, man hat viel Munition. Problem ist, man denkt nur, man hat viel Munition. Ich kann mal wieder üben, zur stärkeren Munition zu wechseln. Okay, das habe ich noch drauf. So, zack. Was haben wir denn hier Schönes? Gesendet. Freitag, der 16. Januar 2015, 0.42 Uhr. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsstet ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus, sie ist auch genauso blöd wie eins. So, zweite Seite.
Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt? Ist ein bisschen krank. Gesendet. Freitag, 4. November. Mia, das Miststück, ist immer noch irgendwo zwischen Evie, Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich. Immerhin ist Mia ihr Liebling und so. Aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sie sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Freitag, 1. September 2016. Oh, das ist schon 9 Monate danach. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam Überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie hinzu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet, aber es ist eine scheiß Arbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinekram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Von wem reden wir hier gerade? Übrigens sieht Evie krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Von wem ist das? Ah, gut. Türen, die von selber zugehen, mag ich immer. Bin großer Fan davon, ja. Ist hier nichts sonst? Ist etwas enttäuschend. So, kombinieren. Nee, das würde ich gerne kombinieren damit. Und dann würde ich noch eine Pflanze so einsetzen. So. Geht's mir direkt ein Stückchen besser. Also, ich glaube, hier haben wir noch was zu lesen. Kann ich das? Achso. Dieser Bericht beschreibt im Detail die auftretenden Symptome, wenn das im Inneren der E-Serie gezüchtete Bakterium einen Menschen infiziert. Bitte lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch, bevor Sie mit einem Individuum in Kontakt treten, das durch die E-Serie zur Waffe gemacht wurde. Wird im Nachfolgenden als Schimmelpilz bezeichnet. Primärinfektion. Der Schimmelpilz nimmt Nährstoffe vom Körper des Wirts auf, um sich auszubreiten, und übernimmt langsam die Zellen im Körper. Als ein Nebeneffekt davon gewinnt das infizierte Individuum erstaunliche regenerative Fähigkeiten. In Experimenten entfernten wir Arme und Beine von Testpersonen und fanden heraus, dass sie imstande waren, die amputierten Gliedmaßen in wenigen Minuten wieder anwachsen zu lassen. An- oder neu wachsen? Anwachsen. Minderes Stadium der Infektion. Sobald der Schimmelpilz das Gehirn erreicht, werden die Gedanken des infizierten Wirtes mit denen des E-Serie-Vermittlers in Einklang gebracht. Der Wirt beginnt, Dinge zu hören und Halluzinationen zu erleben. Bald darauf gerät er vollständig unter die Kontrolle des E-Serie-Vermittlers, also des Mädchens. Wenn dieser Zustand anhält, verliert der Wirt jeglichen Sinn seiner selbst. Endstadium der Infektion. Nachdem jede Zelle im Körper vom Schimmelpilz eingenommen wurde, verliert der Wirt langsam seine menschliche Gestalt. Die Form der Mutation unterscheidet sich je nach Fall, aber geht stets mit einer enormen Steigerung der körperlichen Stärke einher. Ein Individuum in diesem Stadium einzudämmen ist extrem schwierig. Ja. Das klingt ein bisschen wie The Last of Us. Ich möchte nicht sagen kopiert, aber so ein bisschen kopiert ist es schon. Die Geschichte mit den Pilzen ist wenigstens halbwegs realistisch, deswegen verzeih ich denen, dass die das genommen haben. 5 Minuten nach Dosis, erbrechen. E-Nekrotoxin, E-Serie, Dosierungstest. 12 Minuten nach Dosis, Kalzifikation der Zellen. Natürlich weiß ich sofort, was das ist. Kalzifikation hat was mit Kalzium zu tun, das braucht man für die Zähne. 10 Minuten nach Dosis, tot. Mhm. Hier wird das drin sein, was wahrscheinlich ganz viel triggern wird, wenn wir das nehmen. Also werde ich erstmal gucken, was wir hier sonst noch finden. Ah, mehr zu lesen. Guck mal, das gleicht alles aus, was ich vorhin falsch gemacht habe. Evelyn ist außerdem in der Lage, Organismen aus Myzelien, den fadenförmigen Zellen eines Pilzes, zu erschaffen. Der Begriff Organismus wird hier weit gefasst. Streng genommen handelt es sich dabei um Superorganismen, die aus zahllosen Myzelien bestehen. Wichtig ist jedoch, dass diese einen starken Überlebenstrieb aufweisen und sich schon bei der leichtesten Provokation wild verteidigen. Ihre pilzartige Widerstandskraft und beeindruckende Stärke verleihen ihnen ein signifikantes Potenzial für den Kampfeinsatz. Die Forscher haben diese Superorganismen die Molded getauft, angelehnt an die Wörter Mold für Schimmelpilz und Molded für geformt. Eine mehrdeutige Bezeichnung, der eine gewisse Eleganz nicht abgesprochen werden kann. Finde ich auch, die sind total elegant, die Dinger. Für die Behandlung von unbeabsichtigten Infektionen kann ein spezielles fungizides Serum gewonnen werden, in dem Gewebeproben von Evelyn, einer
8 Sternchen Frau unterzogen werden. Das Serum einer infizierten Person zu injizieren, sorgt für eine Kalzifikation der Myzelien, aber wenn die Zellen der Person schon weitestgehend befallen sind, ist das Serum tödlich. Da das Behandlungsfenster so klein ist, ist die Hauptfunktion des Serums die Eliminierung von infizierten Individuen und nicht deren Heilung. Während wir das ist der Grund, warum der Vater auch gestorben ist, als wir den infiziert haben damit. Also wir haben den mit der Heilung infiziert. Während wir das Potenzial des Serums untersuchten, fanden wir heraus, dass wir dessen Effekte aufs Äußerste steigern konnten, wenn wir es den 8 Sternchen aussetzten, wodurch ein Präparat entstand, das wir jetzt Nekrotoxin nennen und das selbst in kleinsten Dosen 238 Sternchen. Punkt. Besonders interessant an Evelyns Verhalten ist ihre Fixierung auf das Konzept der Familie. In Experimenten wurden infizierte Personen bei verschiedenen Gelegenheiten dazu gebracht, als ihre Mutter und Vater aufzutreten und Evelyn wie ihre eigene Tochter zu behandeln. Warum hat sie sich auf Familie als Thema ihrer geistigen Kontrolle festgelegt? Es ist reine Spekulation, aber es könnte sein, dass sie instinktiv versteht, dass eine Familieneinheit sich besser dazu eignet, sich in soziale Gruppen einzufügen, als ein einsames Mädchen. Andererseits, nun, ein sentimentaler Mensch könnte sagen, dass sie ein von ihr wahrgenommenes Fehlen von Liebe in ihrer abgeschirmten Aufzucht kompensieren möchte, die Liebe der Eltern. Mit anderen Worten, wir müssen die einfach nur lieb haben und dann wird nichts passieren. Easy. Oh, 7 Seiten, das wird der letzte Text für heute. Ihr freut euch schon alle, ne? Ich habe gar nicht gefragt, so, findet ihr es überhaupt geil, wenn ich Texte vorlese? Ich meine, ich könnte auch natürlich Seite für Seite für Seite und dann Pause drücken, aber ich glaube, Vorlesen ist immer sorgt für eine gewisse Art der Interaktion mit dem Zuschauer, weil ihr das Gefühl habt, ich würde mich um euch kümmern. Dabei lese ich einfach nur den Text vor, um ihn selbst zu verstehen. Seite 1. Dieses Projekt wurde 2000 als eines von mehreren Konzepten im Rahmen der NextBus-Initiative Next Generation Experimental Battlefield Superiority der Firma initiiert, um unterstützt durch technische Hilfe des HCF eine Biowaffe zu entwickeln, die feindliche Kämpfer mit minimalem Direktkontakt im großen Stil neutralisiert. Die NextBus-Initiative wurde später abgewickelt und alle Ressourcen wurden zu diesem Projekt umgeleitet. Was dieses Projekt stark von konventionellen Waffen unterscheidet, ist die Fähigkeit, feindliche Kämpfer zu Mitstreitern zu machen, gegnerische Elemente zu willigen Dienern. Da dies die Kosten nicht nur für den Umgang mit Kriegsgefangenen, sondern auch die für den eigentlichen Kampf praktisch auf Null reduziert, ist es kein Wunder, dass 5 Sternchen und selbst die 5 Sternchen-Organisation von 6 Sternchen sich darauf stürzten. Das Projekt würde gar nicht existieren, wäre dort nicht die Entdeckung von 8 oder 9 Sternchen in so und so viel Sternchen gewesen, dem erstaunlich fortgeschrittenen Vikarianz-Evolution-Fungus, den wir gewöhnlich als Mutamycet bezeichnen. Den Satz habe ich nicht ganz verstanden, ich lese ihn dennoch nicht nochmal vor. Die Herstellungsmethode jeder der Biowaffen sah vor, das Mutamycet-Genom einem menschlichen Embryo vor dem vierzelligen Stadium zuzuführen und diesen dann über einen Zeitraum von 38 bis 40 Wochen in einer kontrollierten Umgebung zu kultivieren. Die daraus resultierenden Organismen wurden als Kandidaten bezeichnet und nach ihrer Nutzbarkeit kategorisiert, von der impraktikablen und fehlerbehafteten A- bis D-Serie bis zur perfektionierten E-Serie. F gab es wahrscheinlich nicht, weil F offenbar kein schöner Buchstabe ist. Als äußerste Entscheidung wurde einheitlich die eines etwa 10-jährigen Mädchens ausgewählt, um die einfache Integration in Stadt- und Flüchtlingspopulationen zu gewährleisten. Das erste Exemplar der E-Serie, genannt Evelyn, erwies sich als fähig, Mutamycet, 800 Sternchen, nach Belieben aus ihrem Gewebe auszuschneiden. Es muss auch angemerkt werden, dass Evelyns Mutamycet, wenn es einem Wirtorganismus zugeführt wird, diesem eine tiefgreifende Kontrolle über Körper und Geist aufzwingt. Wir müssen noch viel über den Mechanismus lernen, mit dem Evelyn diese Kontrolle erreicht und aufrechterhält, aber die gängige Theorie ist, dass der Überträger den Autoinduktor-Pheromonen ähnelt, die Bakterien der Art Pseudomonas für Quorum-Sensing benutzen. Also wahrscheinlich wird da einfach nur irgendwelche... Also das funktioniert so, wie ich es gerade vorgelesen habe. Seite 6. Evelyns Kontrolle manifestiert sich in einer Reihe individueller Stadien, von denen das erste Halluzination ist. Fast sofort nach der Infektion sieht der Wirt Erscheinungen von Evelyn, obwohl sie sich nicht tatsächlich dort befindet, und hört sogar ihre Stimme, die von niemandem sonst wahrgenommen werden kann.
wahrgenommen wird. Interviews mit infizierten Testpersonen über alle Stadien der Infektion zeigten, dass Evelyn zunächst wie ein normales junges Mädchen auftritt, das manchmal Gesellschaft oder Hilfe anfragt. Mit der Zeit fängt sie aber an, immer extremere Forderungen zu stellen, unter anderem Selbstverstümmelungen und Angriffe auf andere Menschen. Ist es nicht schön, wenn dich ein 10-jähriges Mädchen fragt, ob du dir deinen Arm abschneiden kannst und du sagst, ja, gerne. Der dadurch ausgelöste psychologische Schock hilft, die natürlichen Barrieren des Geistes gegen Evelyns Gehirnwäsche aufzulösen, und wenn die mentale Kontrolle einmal erreicht ist, hat sich die Mutamycet-Infektion durch die Zellen des Körpers ausgebreitet, sodass der Körper 800 Sternchen ist. Punkt. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Man kann nicht Pause drücken, während man sich so einen Zettel anguckt, habe ich gerade rausgefunden. Und ja, das mit der Bewertung haben wir am Anfang schon geklärt. Ich hoffe, sie ist so geblieben. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Hoffentlich morgen. Tschüss.